So, und da sind wir auch schon wieder mit einer neuen Folge von Cream Cheese TV. Und heute wird es ganz besonders interessant, denn wir haben einen Düsseldorfer Urgestein zu Gast in der Sendung. Das ist der VDE. Laut. Hat aufgelegt in den wichtigsten Clubs hier in Düsseldorf, angefangen im Kabarett damals. So ist das. Danach in der Scheiler Bar. Das war dieses Ding in der Altstadt, wo man im Teppich getanzt hat. Und dann vom Kick ins Limelight. Das Kick war das Limelight. Also es wurde umgebaut, war aber der gleiche Laden. Ne? Auf der Flingerstraße, der Nachfolger vom Cream Cheese. Und dann würde ich da mal vorschlagen, starten wir direkt mit dem Gespräch. Angefangen hat's im Kabarett, in der Bata-Hari-Passage, wem das noch was sagt. Mittendrin in der Bata-Hari-Passage ist heute, glaube ich, ein Burger King drin. In der Altstadt. Dann ging es rüber in die Scheiler, aus der später das Match Moore wurde. Und danach wurde das, glaube ich, Exchange. Da war ich dann aber nicht mehr, da war ich dann schon im Limelight. Und da habe ich also Kick erstmal ein Jahr, dann wurde umgebaut, dann hieß es Limelight. Und da war ich dann gute 9 Jahre. Und da fing es dann an. Also vorher Kick, das war noch sehr krautrocklastig und sehr schwebend alles. Kein Stück unter 10 Minuten. Das waren schon die kürzeren Stücke, ne, von Jane, Novalis, Kran, Grobschnitt, Zapper. Und dann ging es ein bisschen los mit der Wave-Musik. Pure, Police, Fischer Z. Und das ging dann über in die Darkwave-Szene. Ne? Also dann fing es an mit Joy Division, Bauhaus und mit diesen ganzen Bands. Und das war dann bis 89, bis ich aufgehört habe. Und dann ging es weiter Purple Haze. Da war dann eher so die neue Rockmusik, da war sowas wie Race Against the Machine oder solche Sachen. Und im Dschungel, was dann sehr punklastig war. Ne? Oder es war auch schon mal Nirvana oder so hat gespielt, aber hauptsächlich war Punk. Ne? Ganz aktuell war damals Bad Religion, was zum Beispiel eine Band, also die, wo man fast jedes Stück von laufen lassen konnte. Ne? Ja, und das war es dann so in der Altstadt und dann ging es bei mir langsam rüber ins Zack. Es waren noch mehrere kleine Stationen, aber die muss man dann gar nicht so erwähnen, weil das waren dann irgendwie so Kurzeinsätze, 2-3 Mal, wo ich aufgelegt habe. Und dann ging es im Zack, wo ich dann 25 Jahre war. Bis Anfang dieses Jahres, am Januar, hatte ich meine Abschlussparty, die sehr schön war. Auch jetzt nochmal danke, Leute, die das sehen, die auf der Party waren, dass ihr alle da wart. Und dann habe ich meine DJ-Karriere beendet. Das war da im Hotel an der Oper, unten drunter. Ganz in schwarz, der Laden, ganz in schwarzen Lack gestrichen. Manche Sachen waren ein bisschen rot abgesetzt und dann viel Chrom. Ne? Wenn man reinkam, schon waren die Garderoben, das waren auch wie so Käfige in Messing. Nicht Chrom, Entschuldigung, Messing. Die Tanzfläche war ein riesiger Käfig, Messingkäfig, ein goldener Messingkäfig. Mit der Katze, mit der Scheiler, darüber auch beschlagenes Messing. Ich weiß gar nicht, wo die geblieben ist. Die Scheiler lief eher. Es war Funk-klassig, ja, also Funk und Disco, also so ein bisschen Studio 54 Musik. Also als ich in der Scheiler war, das war so 77, 78. Ja. So Sachen wie Johnny Gitter Watson und sowas lief da. Ne? Mhm. Also härtere Funk-Sachen und als Ausgleich ein bisschen so Studio 54 Musik. Ne? Alles was so damals war, Donna Summer und solche Sachen. Ne? Die Match Moore war dann später, dann wurde auch ein bisschen Konzept umgeändert, da fing es dann auch schon an mit Wave-Musik, ne? Also ich eben schon gesagt, der Police, Pure, die frühen Sachen und Fischer Z. Das war dann im Match Moore so die Musik. Ne? Und das Change, was dann später das Match Moore war, da lief dann auch eher so Dark Wave, ne? Was wir am Limelight auch gemacht haben. Das lief dann plötzlich in der Altstadt überall, Dark Wave. Ja. Auch im Ratinger Hof, obwohl die gar nichts damit zu tun hatten. Ne? Also es war ja das Creme, also es war ja der Günther vom Limelight, Günther Leil. Der war einer der Hauptgeschäftsführer im Creme und im Kick und im Limelight, zusammen mit dem Erhard. Das waren die beiden Geschäftsführer.
Der Günther war ja noch ein Cream Cheese Original. Er war ja vorher DJ im Cream Cheese. Und dann wurde es erst umgestrichen, als es Leinland genannt wurde. Da war es aber ein bisschen heller, da waren viele Grautöne und so. Und der Erhard hat dann Ende der 80er hat den Laden ganz schwarz streichen lassen. Obwohl er eigentlich gar keine schwarze Musik mehr wollte. Also schwarz im Sinne von Wave, also jetzt nicht im Sinne von Funk oder sowas. Ne? Er wollte dann keine schwarze Musik, hat den Laden aber schwarz gestrichen. Was sehr lustig war. Ja. Erhard hat es alleine gemacht. Erhard war im Gegensatz zum Günther ein bisschen künstlerisch angehaucht oder hatte eher einen Draht zu den künstlerischen Sachen als der Günther. Und der hat dann mit dem Muscha zusammen, das war so ein Düsseldorfer Künstler. Weiß gar nicht, Muscha, ja. Mhm. Und der hat dann den Laden umgestaltet und der hat den Laden dann schwarz gemacht. Also das war so ein Dekorateur, Künstler, ja. Weiß gar nicht, wo der geblieben ist, habe hinterher von dem nichts mehr gehört. Aber der war zu der Zeit, war der so als Künstler, war der ziemlich angesagt.